Schönen guten Morgen. Morgen. So, alles Tag fit? Zwei. Ja, ja, frisches, wir haben super Wetter, aber echt cool, sogar in der Sonne. Es hat ja so angekühlt. Total. Ja, gestern Abend sind wir dann noch irgendwo auf der Drahtzinne, oder? Sternfotos machen. Genau. Ich weiß nicht, wie viel Minusgrad es war. Nein, brutal. Also wir sind bei Nina von meinem Radlerboot eingefahren. Es war so cool. Echt wild. Auf jeden Fall immer Radl fahren. Wir fahren ja heute zum Strudelkopf. Blättwiesenaffe. Das haben wir schon zweimal gemacht. Es hat zweimal Sauwetter gehabt. Schnee einmal das Regen. Heute haben wir gesagt, nehmen wir die E-Bikes, fahren die Runde. Dann haben wir vielleicht das Knappfußteil noch dazu, wenn wir eine Akkuleistung haben. So jetzt ja ausgehen. Ja, mehr geht genau zum Song. Nicht. Starten wir so, ja. Passt. Wir sind im Uphill schon. Und das Coole bei der Auffahrt ist halt die Militärstraße. Schaut zum Wegabschneider, oder? Und ich kann mir jetzt super mit dem E-Bike bergauf fahren. Das macht richtig gefallen und gerade in der Früh noch. Der Auffahrt gar nichts los. Ich hoffe, dass wir da das nicht machen, aber in der Zeit, wie es jetzt ist, überhaupt kein Problem. Gut, grüß dich, ja. Gehört noch gequatscht. So, wir starten sie zu. Jetzt machen wir noch ein paar Fotos herum. Und Völkerwanderung hat die zugefangen. Jedoch um jeden euch gefahren. Ich habe relativ wenig Lust auf den Türensee. Aber da müssen wir noch mehr aufhören. Ja, weil leider ein Akku drin ist. Weil Saft im Akku ist, müssen wir ausnutzen. Genau. Also, starten wir so. Thank you.
was bei Technik beim E-Bike unbedingt notwendig ist, bei der Technik, beim Hinterrad ersetzen, viel mehr Gewicht nach vorne und im Hinterbock schon, das ist jetzt wieder gar nichts. Bei den Mauern sieht man noch die Überreste. Also das war ein relativ breiter Weg einmal, was pionierleistungsmäßig echt gut war. Und daher eignet sich der so gut zum Fahren, weil einfach das Gefälle relativ einheitlich ist. Und eine gute Übung für Spitzkern, weil ich auch ein paar Spitzkern zusammen geht. Oh.
unten ist das Werk Landro. Das ist aus dem Ersten Weltkrieg, adaptiert mit Vallo Alpino. Und die hängen zusammen und da hinten geht es hinauf. Und da draußen sind die einen Anlagen. Trail und da vorne auch noch welche. Also echt krass befestigt. Am ersten Mal, wenn es Zeit habe, da mal dumm gehe ein bisschen. Da kannst du mega mal dumm blasen an meinem E-Bike, weil die Wege sind echt ganz cool. Ja. Jetzt hast du nur noch Flo, da fahren wir ein paar kleine Stellungen und dann sind wir schon wieder durch, gell? Ja, genau. Die letzte Abfahrt für heute, hat es sogar gekannt. Wir sind jetzt zur Schluderbach rauf und dann ins Gemerk und da steht kein Gegenanstieg noch, mein E-Bike eh kein Thema. Und jetzt gibt es die letzten paar Meter zum Auto. Packen wir so, oder? Ich bin jetzt auch gehofft, echt viel Drehs gefahren. War richtig cool. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare, ich will immer bitte da lassen. Da wollen wir noch oben, genau. Und sehen wir uns das nächste Mal. Genau. Passt. Viert euch. Ciao.